Große Klappe fiel dahinter. Ende Mai sind im Kölner Zoo 4 rosa Pelikane geschlüpft. Noch sind die 4 Jungtiere schüchtern, doch bald werden sie mit ihren Eltern zusammen das Wasser erobern. Wir haben jetzt hinter uns gerade unsere Gruppe rosa Pelikane. Da haben wir aktuell 4 Jungtiere. Und seit drei, vier Jahren züchten wir die jetzt ganz gut hier auf der Außenanlage. Das war früher nicht immer der Fall. Da haben wir im Winterquartier mit viel Hängen und Würgen dann Handaufzucht machen müssen. Und so machen die das jetzt hier als Familiengruppe, ziehen ihre Jungtiere selber auf. Die Besucher können das schön sehen. Also das ist sehr schön. Ja, also die Elterngruppe der Pelikane hier, das sind also insgesamt 8 Paare. Und die sind schon teilweise sehr lange bei uns. Einige schon vor der Wende zu uns gekommen, aus der DDR damals. Und sind also schon 40 Jahre, teilweise wahrscheinlich sogar fast 50 Jahre alt. Und Pelikane können also sehr alt werden. Und das ist eine schöne Sache, die kann man also sehr gut und sehr lange in einem Zoo halten. Sind gut und leicht zu betreuen. Nur die Zucht ist nicht ganz so einfach. Deshalb freuen wir uns natürlich, dass das hier jetzt regelmäßig so gut klappt und sie da auf dieser Insel, die wir hinter uns sehen, auch ihre Kolonie gefunden haben, wo sie jetzt halt gemeinsam ihre Jungtiere aufziehen wollen. Rosa Pelikane, der Name bezieht sich auf das hellrosafarbene Gefieder, kommen in der Wildnis von Südosteuropa über Klein- und Mittelasien bis Indien vor. Die meisten Tiere sind im südlichen Afrika beheimatet. Auch wenn die Art nicht bedroht ist, nehmen die Bestände immer weiter ab.